Mundschutz genau? Verehrter Master Cormac, verzeiht die Kürze meines Schreibens, aber es ist an der Zeit, ehrlich zu sein. Ihr habt der Templersache eure Verbundenheit und Findigkeit bewiesen und das trotz und vielleicht gerade wegen eures Assassinenursprungs. Das Manuskript, das die Assassinen suchten, war schon länger in meinem Besitz. Ich nahm es, als meine Männer euch fanden. Der Großmeister selbst beauftragte mich, seine Bedeutung zu ergründen. Eine Aufgabe, an der ich gescheitert bin. Ich übergebe sie an euch, Master Cormac. Es gibt niemanden, dem ich mehr vertraue. Heute verlasse ich Fort William Henry, eine schlecht gerüstete Garnison, umgeben von feindlichen Indianern und der französischen Armee. Wir haben Verstärkung angefordert, aber ich bezweifle, dass sie rechtzeitig eintrifft. Ich hege keine Illusionen über den Ausgang unseres Widerstandes. Ich übereigne mein Leben der britischen Armee und meine Seele dem Vater des Verstehens. Ergebenst Colonel George Monroe. Das wurde der Morrigan übernehmen, machen wir gleich. Erstmal müssen wir ein bisschen Geld einsammeln. 2582 und unsere Flotte hat ja neue Schiffe. Mehr Docks kaufen, natürlich. 80, das kostet gar nichts, das ist nichts. Nymphe. Ja, nehmen wir mit meiner Flotte auf. Und die Hermione. Unsere Fregatte. Und fügen wir natürlich der Flotte hinzu. Missionsbericht. Zielort freigestellt, Savannah. Sammelobjekt, spanischer Konquistadorenhelm. Fleischmarkt abgeschlossen. Okay, was haben wir hier? Britische Erfolge im Siebenjährigen Krieg. Okay. Hier erstmal da sichern wir die Route. Kriegt die Nymph alleine hin. Gegen zwei Kanonenboote. Ende der Schlacht springen, alles gut. Kanonenboote versenkt. GG. Die Route ist sicher. Die Nymph kann auch hier nochmal aufräumen. Ja, ein gegen ein Kanonenboot dürfte sie nicht wieder einstecken. Gar nichts genau genommen. Und diese Route ist auch sicher. Sehr schön. Die ist noch nicht sicher. Aber wir können ja erstmal hier eine Mission wählen. Die Nymph hat 100% Erfolgsaussichten. Schiffsvoraussetzung, ja, okay. Macht sie doch gerade mal. Oh Gott, was ist denn hier mit dem Schiff passiert? Die Duke erstmal reparieren. Die Sussex, eine Brick hinschicken reicht, glaube ich schon. Ja, eine einzelne Brick hinschicken reicht schon, um diese beiden hier aufzuhalten. Ein Kanonenboot und ein Schoner. Das sind immer Piraten, glaube ich. Mit den roten Segeln waren immer Piraten. Die Victoria läuft noch mit aus. Kaum Schaden bekommen, die Brig, die Sussex, zerlegt einfach ordentlich. Neuer Status sicher. Genau, jetzt können wir da nämlich auch die Mission machen. Mission wählen, die Victoria. Schiffsvoraussetzung, ja. Erfüllt es auf jeden Fall. Hier könnten wir auch nochmal eine Route sichern. Sicher mal die Route, macht die Duke. Gegen ein Schiff mit blauen Segeln, ein Schoner, ja. Machen wir platt, easy. Kriegen wir ein bisschen Geld. Helme und Arznei, scheinbar. Ich will ja auch eine Mission machen, kann ich aber nicht. Das geht erst in 48 Minuten. Ach du Scheiße. So. Ja, Seekampagne beenden. Das scheint so eine parallel laufende Kampagne zu sein. Und jetzt übernehmen wir das Ruder der Morrigan.
den Posten gehst. Der Colonel ist in Not. Was meint ihr damit, in Not? Er sitzt in Fort William Henry. Mit schlechten Karten. Hoch mit den faulen Ärschen, okay. Leute! Auf eure Posten! Wir lichten den Anker! Mit schlechten Karten also, okay. Dann sollten wir ihm vielleicht mal helfen. Ich glaube, River Valley war das, glaube ich. Schnellreise nicht verfügbar, was? River Valley. War das nicht hier? Oder war das in New York? Ich weiß gerade gar nicht. Scheinbar in New York. Auch nicht. Wo war denn das jetzt eigentlich? Muss ja hier irgendwo gewesen sein. Hier, dort. Hauptmission. Schnellreise ist nicht verfügbar. Was? Okay. Den grünen Tropfen, Captain. Aber wusstet ihr, dass wir uns nun ein Jahr kennen? Ein ganzes Jahr! Ihr ändertet mein Leben zum Besseren. Ihr werdet verzeihen, dass ich schon ohne euch gefeiert habe. Ein ganzes Jahr. Hermine. Wie ist? Ich habe 4 Kilometer Frage. Muss ich jetzt schwimmen, weil keine. Seit wann habt ihr von meiner früheren Anhängerschaft gewusst? Oh, ihr meint die Assassinen? Das weiß ich schon ewig, Shay. Ich bin betrunken, aber nicht blind. Oder glaubt ihr wirklich, ich nehme an, ihr wärt eine mörderische Zirkus? Warum sagt ihr denn jetzt? Nun, der Colonel wollte, dass wir das Thema meiden, damit. Kurz mal auf die Map gucken, wo muss ich rum? Ah, hier einfach rum. Okay. Ihr eure Entscheidung nicht beeinflusst wird. Ihr habt mein Leben aus reiner Selbstlosigkeit gerettet und zahllosen anderen. Wäre es nach mir gegangen, hätte ich euch schon vor Monaten. Wem steht das zu? Monroe erwähnt einen Großmeister. Oh ja, der Großmeister des Kolonialwertes. Ihr würdet ihn mögen, Shay. Sein Vater war Assassin. Wirklich? Er hat was zu erzählen. Was gibt es Neues? Also der Großmeister dürfte dann ja Sohn ist umstellt. Haytham sein, also Haytham Kenway. Sein Vater war Assassin, ist sehr wahrscheinlich. Aber das ist gerade laut. Ich wünschte, er liegt zu Hause bei seiner Prinzessin. Weiter oder du bist? Alter! Eine O'Murphy soll äußerst bezaubert sein. Eine O'Murphy ist das Französische. Also wie gesagt, ich glaube, das ist der Großmeister Haytham Kenway ist. Weil ich meine, sein Vater war Assassin, also sprich Edward Kenway. Aber war Haytham zu dem Zeitpunkt schon Großmeister? Gespannt. 10 Crewmitglieder töten, kriegen wir hin. Oder halt auch nicht. Ah, doch, kriegen wir doch hin. Sehr schön. Schön 41 Metall gesammelt. Das ist sehr schön. Was ist denn das gewesen eigentlich? Ein Schoner, ne? Oder? Nee, war keine Brick. Doch, war eine Brick. Wir packen einfach in die Flotte. Kann man es halt immer noch verkaufen. Hey, du lieber Typ, du darfst noch ein Schiff übernehmen. Du hast jetzt mit erst 10 Schiffe oder so übernommen. So in der Art. Vielen und Brand aufnehmen! Feuer! Ein Schoner von uns. Ein Schiff ist der Captain. Eine Brick kommt hier angetauscht. Oh, ah, rammen wir die. Sorry. Feuer! Ja, den Dark Knight. Ich wollte das eigentlich gar nicht.
Oh oh, Bekanntheitsgrad erhöht. Das tut mir leid. Kopfgeldjäger schon wieder angelockt wahrscheinlich. Aber erstmal hier. Die Brick. Eigentlich wollten wir ja Captain Monroe retten, aber das muss jetzt da irgendwie sein. Zwei noch. Ja, oh, Kacke. Egal. Dann kriegen wir ja hoffentlich jetzt vielleicht neue Leute in unsere Crew. Ich habe ja außerdem gerade, glaube ich, ein oder zwei Media gemäht. War nicht unbedingt sehr förderlich, aber egal. 36 Metall, Stein, Tabak, schwere Kugeln, Mörsergeschoss und zwei. Ja, wir haben Besatzungsmitglieder bekommen. Sehr schön. Müssen wir jetzt gucken. Hier, Dosenliga-Typ, du darfst noch ein Schiff übernehmen. Du hast jetzt noch gar keins übernommen. Hey! Ja, freu dich. Noch gratulieren die anderen, noch gratulieren sie. Bis hier unten. Oh, da sind Kopfgeldjäger. Alle Segel! Bewegung! Immer so schleppend gegen den Wind zu segeln. Mann im Wasser! Ich glaube, ich erlebe! Retten wir ihn noch. Feuer! Hier so viele Minen. Oh nein. Eine Brick von Hook. Die Hook. So schön im Nebel, es hat was, so im dichten Nebel jetzt einen Seeschlag. Mist, ich schieße die ganze Zeit schwere Kugeln, ich will aber keine. Ich will hier die hier, breitseitig. Unklarer Stand der Dinge, war erfolgreich, ah, okay. Das ist direkt hinter uns, ich kann ihn so nicht erwischen. Jetzt aber. Komm schon, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Man sieht gar nichts, ganz so neblig. Krass, das ist krass. Jetzt kommt gleich die Black Pearl und nimmt uns nieder. Das ist schon kommen. So neblig wie das hier ist, könnte man es glatt denken. Oh nein, runter und benutzen. Wo ziehst du hin, Junge? Schon natürlich. 4. 5. Sehe keinen mehr. Acht. Oh, zwei hier. Egal, muss ich zwei halt so töten. Die machen sich ja schon alle bereit zum Rüberspringen. Wurfmesser habe ich. So, der 10. Ein schöner Kill von oben. So muss das sein. Und eine weitere Brick, die uns gehört. Von Kopfgeldjägern diesmal. Danke für eure Rohstoffe, Jungs. Danke sehr. Zu Comics-Flotte hinzufügen. Wir haben schon relativ viele Schiffe jetzt. Und der Typ auch. Aber die Leute freuen sich halt immer noch für ihn. Das finde ich super. Öffnen und trimmen! Öffnen und trimmen. Und öffnen und trimmen. Und öffnen und öffnen. Aber eigentlich sind wir ja die Black Pearl mit so Piratensegeln. Das ist übel. Das ist krass. So richtig neblig hier. Hammer. Oh, Billy Riley. Bekanntheitsgrad zurückgesetzt. Jawohl.
So, wie da weit ist denn das jetzt eigentlich noch? Nicht mehr so weit, oder? Kurz gucken auf die Karte. Warum wir das auch alles segeln mussten gerade? Kann ich jetzt wenigstens hier Schnellreisen machen? Ach, jetzt kann ich, ja? Cool. Hätte ich gar nicht gebraucht. Alles klar, super. Hm, toll. Ah, nee, muss dann James Wardrop. Wardrop haben wir, glaube ich, schon getötet. Ja, James Wardrop haben wir getötet. Der Wind gefällt dir nicht, das ist mir egal. Gegen den Wind. River Valley. Na 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 River Valley. Da 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 da. So, 2000 Meter hier auch nochmal so kurz mal gucken. Was ist das denn da? Hier ist das. Ja, okay, hier können wir eh nicht. Hier können wir schnell Reise hin machen. Sind wir auf jeden Fall ein bisschen fixer da. Was ist denn das hier? Warum sind hier Schiffe? Feindschiff. Ja, komm, wir machen schnell Reise dahin. Was soll der Geiz? Oh. Siedlung, die französischen Pulverreserven zerstören. Signal französischen. Okay. Habe ich das hier noch nicht gemacht? Okay, doch eigentlich schon. Oder ist die Renovierung ganz am Arsch? So. Da oben drauf muss ich jetzt hier so einen dünnen Balken hochklettern. Möchte er nicht, glaube ich. Wie soll ich dann da hochkommen? Ah, doch, macht er. Wow, wow, wow. Jetzt fährt er runter. Das Signal, Feuer entzünden. Mhm. Den Gegner ausfindig machen, den da. So, der stirbt jetzt ja eh. In der Zeit töten wir den hier. Und da hinten die Pulverreserven. Machen wir schon mal kaputt. Hier ist eine Kiste. Ach, hier unten am Strand. So, der Anführer ist tot. Das ist schon mal sehr gut. Greystone. Bei der Macht von Grayskull. Guards, guards, help. Help me. Please. Please help me. Was ist da oben? Ist das die Flagge oder sind das die Pulverreserven da oben? Nee, dürfte das das Signalfeuer sein, oder? Ja. Ja. Nehmen wir die Schlafpfeile wieder. Hätte auch oben bleiben können, glaube ich. So, hier erst nochmal den looten. Die französischen Pulverreserven zerstören, okay. Da kommt einer. Na komm her. Hier in den Busch reinlegen, sehr schön. Da ist hier Wohlstand oder sowas. Hier.
Dann benutzen wir die neuen Granaten, die wir bekommen haben. Mist. Machen wir das so. So. Und das ist jetzt unser Lager. Der Igel wohnt jetzt hier. Siedlung eingenommen, Geld, Stein, Holz, Metall, ordentlich Sachen bekommen. Das heißt, wir können unser Schiff auch schon wieder ordentlich ausbauen. Die Morrigan heißt sie. So, Wohlstand einsammeln. Da ist noch eine Kiste. So. Aber das war's auch schon wieder für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao.